Mein Name ist Nicolas Burcher, ich bin der Geschäftsführer der Selbsthilfe Vollberg und ich möchte euch heute die Arbeit der Selbsthilfe in Vollberg vorstellen. Die Selbsthilfe Vollberg ist eine Drehscheibe im Sozial- und Gesundheitsbereich. Unsere Aufgabe ist vor allem die Unterstützung von Gründungen von Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeinitiativen und Vereinen. Wir bieten Administration, helfen bei der Gruppengründung, sind mit Rat und Tat zur Seite, wenn es Anfragen gibt zu verschiedenen Themen, wo wir weiterverweisen in Selbsthilfegruppen oder natürlich in Sozial- oder Gesundheitsbereich. Wie ist die Selbsthilfe Vorarlberg entstanden und was kann ich mir darunter vorstellen? Die Selbsthilfe Vollberg wurde im Jahr 1980 als Club Antenne gegründet von 4 engagierten Damen. Aus diesem Grund, weil Selbsthilfegruppen entstehen immer dann, wenn Versorgungslücken im System präsent sind. Und Selbsthilfe hat diesen Charakter, dass Betroffene andere Betroffene unterstützen und begleiten. Selbsthilfe ist nichts Neues und die erste Selbsthilfegruppe wurde im Jahr 1935 in den USA von den sogenannten anonymen Alkoholikern mit dem 12-Schritte-Programm gegründet und schwappte dann in den 80er Jahren nach Europa über. Wie bist du zur Selbsthilfe Vorarlberg gekommen? Durch eigene Betroffenheit. Ich habe im Jahre 2008 selber eine Selbsthilfegruppe gegründet bei der Selbsthilfe Vollberg. Und ich bin dann gleich gefragt worden, ob ich im Vorstand mitarbeiten möchte als Schriftführer. Und im Jahr 2012 habe ich dann die Geschäftsführung übernommen. Also ich komme eigentlich aus der Basis der Selbsthilfearbeit. Wie würdest du Selbsthilfe allgemein für jemanden, der keine Ahnung davon hat, in 3 Sätzen beschreiben? Gemeinsame Probleme bewältigen, Sprachrohr für bestimmte Themen, ein Miteinander und Ratschläge sind auch Schläge. Was ist das Besondere an der Beratungsstelle in Dornbirn? Die Beratungsstelle in Dornbirn ist der Hauptsitz der Selbsthilfe in Vollberg. Hier wird Administration geboten, hier finden Gruppengründungen statt. Wir sind Sprachrohr für die verschiedenen Anliegen, machen Öffentlichkeitsarbeit, helfen auch, wenn es eine Krise gibt in einer Gruppe und sind somit für verschiedenste Themen da und sind natürlich auch immer Drehscheibe im Sozial- und Gesundheitsbereich. Drehscheibe aus diesem Grund, wir vermitteln Betroffene, wenn es zum Beispiel keine Selbsthilfegruppe gibt, auch in den Sozial- und Gesundheitsbereich in Vollberg. Was passiert genau in Selbsthilfegruppentreffen? Selbsthilfegruppen sind keine sogenannten Kaffeeklatschs, wie man sich das immer vorstellt. In Selbsthilfegruppen kommen Betroffene zusammen und bearbeiten gemeinsam ihre Probleme oder auch soziale Veränderungen in ihrem Leben. Selbsthilfegruppen sind geprägt, dass es keine oder fast keine professionelle Unterstützung gibt. Selbsthilfegruppen sind autonom und es ist immer da basisdemokratisch die Arbeit. Was muss ich beachten, wenn ich eine Selbsthilfegruppe gründen möchte? Selbsthilfegruppen kann man bei uns immer gründen, wenn man betroffen ist von einem Thema im Gesundheits- oder Sozialbereich oder wenn man angehörig ist oder Partner, Partnerin, Familienmitglieder. Es ist essentiell, dass der Gruppensprecher, die Sprecherin, muss nicht professionell agieren. Es geht hier nicht darum, dass ich ein großes Wissen für meine Thematik habe, sondern dass ich einen Rahmen biete und das Gruppentreffen sozusagen moderiere. Und ein großes Thema ist immer, Ratschläge sind auch Schläge. Es geht eigentlich darum in Gruppentreffen, wenn ich gefragt werde, um meine Betroffenenexpertise mitzuteilen, dann kann ich das tun. Welche Unterstützung kann ich von euch erwarten? Wir unterstützen in der Gruppengründung, wir unterstützen bei administrativen Tätigkeiten, bei Öffentlichkeitsarbeit, sind Sprachrohr für Themen auf Landes- und Bundesebene. Wir bieten Räumlichkeiten, wir bieten natürlich auch Krisenintervention, wenn es einmal zu einer Krise kommt in einer Gruppe und es nicht so gut läuft. Wir machen auch Begleitung bei Gruppentreffen, gerade am Anfang, und sind auch in den Gremien vertreten. Wie hat sich die Selbsthilfe in den letzten Jahren verändert? Früher war die Selbsthilfe in der Soziallandschaft immer derart geprägt,
dass die professionell Agierenden gedacht haben, wir nehmen ihnen die Arbeit weg. In den letzten Jahren haben wir verstärkt auf Vernetzung gepocht und Kontakt aufgenommen mit anderen Sozial- und Gesundheitsorganisationen und sind jetzt im Prinzip gut eingebettet und können auf ein großes Netzwerk zurückgreifen. Warum sind Selbsthilfegruppen wichtig? Im Prinzip unterstützen Betroffene andere Betroffene und können so gemeinsam Probleme bewältigen. Und das sogenannte AEIOU der Selbsthilfe ist auffangen, ermutigen, informieren, orientieren und unterhalten. Welche Rolle spielen Selbsthilfegruppen in unserem Gesundheitssystem? Früher wurden Selbsthilfegruppen eher außen vor gehalten in diesem Bereich. Mittlerweile, dadurch, dass eine verstärkte Vernetzung stattgefunden hat im Sozial- und Gesundheitsbereich in Vorarlberg, aber auch auf Bundesebene, sind Selbsthilfegruppen verstärkt eingebunden in verschiedene Projekte bei Sozialträgern, Gesundheitsträgern. Wir sind eingebunden oder haben das Projekt angestoßen, Selbsthilfefreundliches Krankenhaus. Wir stoßen gerade ein neues Projekt an, den Selbsthilferat in Vorarlberg. Und es ist immer essentiell und wichtig, auch für die Bedarfsorientierung, dass Selbsthilfegruppen und Initiativen eingebunden werden. Welche Vision hast du bezüglich deiner Arbeit in der Selbsthilfe Vorarlberg? Meine Vision ist, dass Selbsthilfegruppen, dass Sozialträger und Gesundheitsorganisationen auf Augenhöhe mit Selbsthilfegruppen und Initiativen zusammenarbeiten, dass man diesen großen wissensbetroffenen Pool an Wissen erkennt, dass Selbsthilfe professionell agiert für ihre eigenen Themen und dass da ganz, ganz viele Wissensformen zusammenlaufen bei Selbsthilfeorganisationen. Und ich habe die Vision, dass Selbsthilfe weiter wächst und dass Selbsthilfe vielleicht auch mehr finanziert wird von Politik und Land.